herzlich willkommen zurück im Weltraum. Ich bin der Einsmeister und dies ist Folge 3 von X4 Foundations. Ich befinde mich hier im Hangar der paranetischen Schiffswerft oder Raumpier, besser gesagt, und sehe mir gerade ein äußerst gut aussehendes Schiff dort unten an, das ein verdächtig blau-gelbes Insignia hat. Was es da wohl mit auf sich mit hat? Tja, da werde ich mal nachsehen müssen. Halt erstes HUD wieder an und genau, Aufzug. Ne, nicht Aufzug? Wie macht man Aufzug? Aufzug? Ist das peinlich? Okay, gut. Also erst rein, umdrehen oder vielleicht so? Ah, so, alles klar. Ja, jetzt hat man es auch mal geschafft. Ja, das sieht doch verdächtig nach einem neu gebauten paranidischen Frachter aus. Spoiler-Alarm, es ist ein neu gebauter paranidischer Frachter. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Da müssen wir doch irgendwo bestimmt an den Dockplatz hin. Da kommt noch ein paranidischer Jäger rein. Sehr gut sieht er aus. Also ich muss sagen, die paranidischen Raumschiffe gefallen mir immer mehr. Wo ist er denn? Hier. Ja, das ist in der Tat ein Schiff, das mir zugehörig ist. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Hier ist auf jeden Fall mein Insignia drauf. Einmal bitte rein. Plutos, Gas, Angreifer. Plutos. Sehr gut. Dann gehe ich mal ins Cockpit. Na, das ist doch mal ein Cockpit. Elegant. Elegant wie eh und je. Ja, das mag ich an den Paraniden. Die mögen zwar etwas merkwürdig drauf sein, aber Schiffe bauen, das können sie. Dort ist mein Captain. Erstmal, hallo. Kann ich helfen? Nein, danke. Ja, ich habe mir tatsächlich einen Gasschiffer gekauft und wenn man jetzt auch an den Nachrichten da feststellen kann, dass das nicht das einzige Schiff ist. Ich hatte ja die letzte Folge mit dem Ausblick auf den Drill beendet, der dann seine Schürfarbeiten begonnen hat. Für etwaige Fehler in der letzten Folge mit der Einstellung entschuldige ich mich. Ich habe alles behoben. Es passt wieder alles. Der Drill ist eingestellt. Ja. Er schürft und schürft und schürft und er hat Zuwachs bekommen. Vorerst war es nur ein Drill. Fand ich okay. Plötzlich war das Geld drin. Für einen zweiten Drill. Und dann einen dritten. Und dann einen vierten. Und einen fünften. Und dann ging es immer so weiter. Bis ich mir dann irgendwann den Merkur geholt habe und festgestellt habe, Moment mal, genau vor der Haustür dieses Raumpiers ist eine Antriebsteilefertigung. Also habe ich den Merkur hin und her pendeln lassen, das Raumpier versorgt, die Wirtschaft dort angekurbelt und ein Plutos-Gas-Angreifer und ein Plutos-Mineralien-Angreifer gekauft. Und das alles innerhalb von 4 Stunden. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, wie das hier so mit dem Benutzerinterface ist, mich so ein bisschen noch einfinden, weil ich das ja eigentlich nicht kann. Also, was heißt nicht? Noch nicht. Ja, es hat funktioniert. Auf einmal war das Geld da. Finde ich doch mal gut. Ich habe auch eine Harpie, die ist allerdings ein Scout. Die werde ich nicht für das Experiment, für diesen lieben Boron dort verheizen. Nein. Dazu kaufe ich mir mal eine neue Harpie. Die Knete dafür habe ich ja. Denn die die Teladianischen Jäger sind ja hier ja, ziemlich preisgünstig. Und ich habe auch festgestellt, die Paraniden setzen eher auf Schnelligkeit und Feuerkraft. Wobei die Teladi doch eher auf,
Schilde und Hüllpunkte setzen. Also langsameres Schiff, großer Frachtraum, aber dafür können die Dinger was aushalten. Ah, jetzt haben wir die Kampfmusik. Irgendwas ist hier los. Waffen brauche ich nicht für das Schiff. Das ist auch nur ein Einmal-Objekt. Das wird nicht lange existieren. Ein Piloten. Und das war's. Zur Einkaufsliste hinzufügen. 230 Credits. 230.000. Bestellung bestätigt. Gut. Ich gehe mal hier wieder raus. Also das Cockpit, das gefällt mir echt von dem Plutos. Das hat was. Das hat echt was. Na. Ich höre es hier gerade knallen. Was ist denn hier los? Okay. Wow, wow, wow. Verteidigungsdrohne. Legt euch nicht mit dem paraniden Raumpier an. Entweder gebt euer Schiff oder eure Framerate auf. Eines von beiden. Okay, raus hier. Jetzt müsste doch... da kommt noch so ein Frachter mit verdächtig blau-gelben Kennzeichen an. Das dürfte der Merkur sein, der das Raumpier hier mit Antriebsteilen beliefert. Soll ja keiner sagen, ich würde meinen Beitrag nicht leisten. Da ist er. Na, wo willst du andocken? Ah, ich bin mir sicher. Hehehe. Ja, ich weiß, man sieht's. Schiffssammlung 10 von 20. Ja, ja, es werden immer mehr, es werden immer mehr. Herrlich. Auch ein schönes Schiff, muss ich sagen. Also, ich habe mal nachgeguckt, die Frachtschiffe der Argonen und die Großkampfschiffe sind bis auf einige wenige Ausnahmen auch nett anzusehen. Können von den Leistungswerten her durchaus überzeugen. Was die Jäger angeht, finde ich die ganz in Ordnung, aber ästhetisch nicht gerade mein Geschmack. Mach's gut. So, jetzt bist du dran. Plutos Gasangreifer. Zunächst einmal das Infofenster dieses Schiffes öffnen. Ah, da habe ich meinen Piloten. Dann wirst du zunächst umbenannt. Und zwar wird das Ganze wieder gelöscht. Das macht nichts. Du bist PRO, Abkürzung für Prospektor. Ein Wink mit dem Telefonmast an Lucikes Skriptekiste, die mir ja in X3 geholfen hat. Prospektor, ich glaube, du warst die Nummer 6. Gas. Was für ein Gas kann ich abbauen? Ich glaube, Helium. Helium? Kann man Helium abbauen? Ja. HE, chemisches Zeichen für Helium. Plutos. Gasangreifer. Und hier wird gerade die Schiffswerft zum Leben erweckt, denn hier geht ja einiges ab. Meine Herren. Ich glaube, die Kampfdrohnen werden alle wieder reingeholt. Und da hinten wird ein Schiff gebaut. Da hinten wird tatsächlich ein Schiff gebaut. Die Frachter, die mir zugehörig sind, handeln in den verschiedensten Winkeln des X-Universums gerade. Und der Hornissenschwarm der Kampfdrohnen kommt gerade wieder zurück. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Ja, ja, jetzt, wo ich die Antriebsteile natürlich angeliefert habe, die werft ja auch wieder ihren Betrieb auf. So soll es sein. Schön. Weitermachen. Ist es eine Nemesis oder was wird da gerade zusammengeschraubt? Eine Nemesis. Sehr schön. Gut. Genau, das ist Prospektor Nummer 6. Ja. So. Dann. Informationen. Position halten. Nein, ich habe auch mal die globalen Einstellungen alle geändert. Die waren ja in der letzten Folge noch drunter und drüber. Da habe ich mich natürlich auch ein bisschen drüber gesetzt. Also, wenn einer meiner Frachter in eine Polizeikontrolle kommen sollte, sollte er immer kooperieren mit den zuständigen Behörden. Die Standardantwort auf einen Piratenüberfall ist notwendigerweise Fersengeld. Bis ich was Größeres habe, wenn ich was Größeres habe, was dem entgegen
treten kann, dann natürlich nicht fliehen, ja. Standardantwort auf aufgegebenes Schiff. Markieren und melden. So, automatischer Bergbau. Yep. Füge Ware hinzu, du bist ein Gasfrachter. Und deshalb kannst du mir mal Helium besorgen. Maximale Torentfernung, einfach mal voll, erhöht sich mit Captain Level. Und das war's. Steht ich warte darauf, dass Sie mir sagen, abzukommen. Ja, werde ich dir auch gleich sagen. Das ist ein argonischer Frachter. Ist das ein Merkur oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch, Kai. Hier wird's gerade laut und geschäftig. Da kommt Teladi-Frachter an. Hier kommt Argonen-Frachter. Meine Frachter. Hey, hey, hey. Wer lässt denn hier bitte sein Gepäck liegen? Ja, den warte ich gleich abzudocken. Dem sage ich gleich, dass er abdocken soll. Ich werde mir wahrscheinlich auch, wenn ich einen Universumshändler oder sowas habe, einen Demeter holen. So ein Frachter, wie man da vorne sieht, der sieht auch ganz nett aus und kann auch von den technischen Daten her durchaus überzeugen. So. Meine Güte, hier gibt es so viel zu sehen. Hier passiert echt eine Menge. Okay. Ja, jetzt soll ich ihm sagen, dass er abdocken soll. Ich kann jetzt ins Cockpit gehen oder einfach anfunken. Und ab dafür. Meine Güte. Okay, du wirst jetzt automatisch einen Bergbau durchführen. Hier geht echt einiges ab. Tja, jetzt, wenn die Schiffswelt wieder läuft. Wow. Ach ja, Hauptsache der Profit fließt. Okay. Nächstes, das war die Nummer 7. Ich habe noch einen. Der ist hier angedockt. Allerdings im Lager des Raumpiers drin. Der Plutos Mineralienangreifer. Der greift keine Mineralien an, das heißt, das ist nur einer, der Mineralien halt abbauen kann. Wird umbenannt in Prospektor. Nummer 7. Was soll er denn abbauen? Eis, Erz, Silizium, Nevidium. Das Erz. Erz. Plutos. Mineralien. Und Angreifer. Angreif. Egal. Es ist ja klar, was gemeint ist. Man kann den Namen leider nicht anders ändern. Also man kann nicht einfach an die Stelle klicken und sagen, so, dort ändere ich jetzt einen Buchstaben oder so, was eigentlich Standard sein Jahrzehnten in jeder Textbearbeitung ist, aber naja, X4 lässt grüßen. Okay. Ja, du kriegst einen neuen Befehl und zwar sollst du automatischen Bergbau betreiben und zwar mit Erz. Ich werde irgendwann noch so ein Nevidium wahrscheinlich einsammeln können, ich weiß nur nicht, wo ich das verkaufen kann. Ich denke mal bei den Teladi, wenn ich mich sah, noch so an X3 erinnere. Ich müsste jetzt keine Fabrik hier, die Nevidium benötigt. Zur Entfernung hochschrauben. Ja. Bestätigen. Ich warte darauf, dass Sie mir sagen, abzudocken. Jetzt müsste eigentlich hier. Meine Güte, hier ist ja schon wieder so ein Durchgangsverkehr. Der dockt hier an. Alles klar. Dann, wenn das klappt, sollte es jetzt gleich. Ich bedanke mich bei der Firma Egosoft für die Entwicklung eines solchen Produkts. Okay. Anfunken. Kann ich helfen? Da hinten müsste er kommen, ja. Ja, renn du mal schnell zu deinem Taxi. Das müsste mein Schiff sein. Nicht? Wo ist mein Schiff?
Oder wurde das gerade aus einem der Außendocks rausgeschleudert? Nee. Ich habe doch irgendwo noch Plutos Mineralienfrachter. Ach, da ist er. Da ist er. Ah, ja. Nur Geduld hier. Dann funktioniert das auch. Ja. Hat Bergbau Laser Mark II übrigens installiert. Und an den Geschütztürmen sind die normalen Abwehrgeschütze. Die Frachter haben bei mir alle einen Reiseantrieb, damit es einfach schneller geht. Und ich bedanke mich nochmals bei der Firma Egosoft. Zurück an Bord. Der Discoverer ist jetzt in einem der Außendocks und ich übernehme abermals die Kontrolle. Habe ich denn schon meine Harpie? Ja, habe ich. Der Harpie, sage ich mal, dass sie nach profitabler handeln kann. Und zwar in dieses Gebiet hier. Sehr gut. Ach, da draußen werden wieder Meinungsverschiedenheiten ausgetauscht. Jetzt die Mission mal auf aktiv. Ah, ist klar. Drei Antimateriezellen werden noch benötigt. Pass auf. Wo war denn nochmal die Antimateriezellenfabrik? Eisraffinerie, Teladianium. Nein, da. Antimateriezellen. Genau. 1, 2, 3. Bestätigen. Ist nicht wirklich teuer. Das Geld wird übrigens schon abgebucht, obwohl der Handel noch nicht durchgeführt wurde. Das finde ich jetzt nicht besonders schlimm. Man bestellt hier sozusagen Sachen vor. Man bestellt ja auch die Schiffe vor, die dann erst schließlich dem Krieg an. Nein, das werde ich noch nicht tun, denn ich bin zunächst einmal noch der, der vom Krieg profitiert, nicht aktiv teilnimmt. Abdocken. Sollten wir eh die Möglichkeit haben, uns von Angesicht zu treffen, bringen Sie mir doch bitte etwas frisches Bufo mit. Die Brocken, die mir die Split vorsetzen, sind staubiger als deren Humor. Okay, mache ich. Endlich wieder im Cockpit. Ja. Oh, hier fliegen auch ganz viele Venture-Schiffe rum. Also haben ganz viele Leute ihre Schiffe schon auf Exkursionen in andere Universen geschickt. Und eines der Ziele bin anscheinend ich geworden. Also hier ist ordentlich was los. Ja, dann werde ich mich mal auch aus diesem Sektor hier bewegen. Hier sind ja viele meiner Frachter auch unterwegs. Split gibt's ja auch. Ja, stimmt. Split gibt's hier, glaube ich, auch. Du bist weg. Aber nicht Schiffsbauen, sondern nur als, wie heißt es? Als NPCs. Alles klar. Ab auf den Highway und dann fliege ich mal zum Ziel. Während die Harpie natürlich die Materiezellen kauft, jetzt gibt's doch gar nicht. Was muss ich denn machen, damit ich auf diesem Highway endlich... Ich fand die Dinger in X-Reverse schon so nervig, aber jetzt... Na komm. Heute geht echt alles schief. Erst die Sache mit dem Aufzug und dann diese Blamage. Ach. Erreiche System. Sündhafte Vergeltung. Bei X-Reverse gab es noch so eine Highway-Musik. Das fand ich richtig, ja. Hehe. Halt. Ah, ich muss noch weiter. Zu früh. Erreiche System. Frommer Nebel. Ja, ja. Ich verlasse den Highway. Jetzt. Ich habe beim Fliegen durch X-Universum feststellen müssen, dass der Discoverer doch recht träge ist.
von der fehlenden Feuerkraft mal ganz zu schweigen. Deshalb werde ich mir wohl ein neues, stärkeres Schiff zulegen. Ich kann ja mal, während die Reise vonstatten geht, mich mal... Wurmtor, Discoverer, Angreifer. Hallo. Hallo. Du da. Folge du mal dem Leitsystem und fliege... Los geht's. Warum drehst du gerade um? Du willst wieder zurück zum Highway? Auftrag ausgeführt. Das war die Harpie. Die ist gerade da angekommen. Ich möchte aber, dass mein Discoverer... flieg du mal dahin. Nein. Jetzt aber. Und dann... dahin. So, der Kapitän der Harpie kauft jetzt erstmal ein. Gut, okay, wo war ich? Ach ja, Schiffe, ich habe mir schon was ausgesucht. Habe bisher die Schiffe der Teladi, gut, die waren von den Verteidigungswerten zwar optimal, allerdings haben die mir nicht so gefallen. Hier, bei den Argonen, gibt es, glaube ich, bei der Größe M, entweder direkt den Cerberus, für diejenigen, die etwas mehr Feuerkraft benötigen, ein schnittiges Schiff mit Platz für einen Jäger. Wie der in diese Hutschachtel hier reinpasst, weiß ich auch nicht, aber irgendwie wird das schon funktionieren. Oder den Minotaurus. Ein interessantes Konzept. Ist ein Bomber, hat hier oben das Cockpit. Sieht auch richtig interessant aus. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt so... Ich guck mal gerade. Ja, ich kann ja gerade nicht gucken, welche Waffen ich drauf installieren kann, denn ich habe noch nicht die Lizenzen dafür. Die müsste ich mir natürlich noch erarbeiten. Ja, rundum gesichert. Ich glaube, der hat meistens nur Torpedowerfer oder so ein Zeug. Bin ich mir aber nicht sicher. Ja, wie gesagt, entweder... Klar, die Fregatte, Cerberus-Klasse oder halt eben den Minotaurus. Ein Jäger kommt nicht in Frage, denn ich möchte wirklich was Stärkeres, Größeres haben. Zweite Möglichkeit wäre entweder beim Gottesreich Paranit oder beim Heiligen Orden des Pontifex. Ich bin ja gerade mit beiden relativ gut, gut gestellt. Da hätte ich hier... Erreiche System. Nopileus Glück. Ah ja, da hätte ich hier entweder Gorgo Verteidiger, eine Fregatte. Das Cockpit ist hier drin. Wow, relativ abenteuerliches Design, aber von den Paraniden ist man sowas ja gewohnt. Hat oben auch eine Menge Geschütze. Feuerkraft nach vorne ist normal mit zwei Waffen. Auch wieder eine Hutschachtel für... den eventuellen Jäger und einen dicken Antrieb. Nicht schlecht. Oder aber, jetzt wird's interessant, die Nemesis. Tja. Da kann ich zwar keinen Jäger drauf landen, aber die Feuerkraft nach vorne ist echt nicht zu verachten. 5 Waffenpositionen und 2 Türme, links und rechts. 2 Schildgeneratoren und hinten noch Platz für einen Antrieb. Nicht schlecht, das Teil. Wirklich nicht schlecht. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, da fällt meine Entscheidung auf die Nemesis oder auf die Gorgo. Ich weiß es noch wirklich nicht. Die ist natürlich um einiges teurer als der Cerberus. Oder der Minotaurus. Erreiche System. Profitabler Handel. Ah, ich bin da. Ja. Wahrscheinlich wird es die Nemesis. Oder eben die Gorgo.
Da bin ich mir wirklich noch nicht zu sicher. Ah, ich kann ja mal schauen, wie denn momentan mein Ansehen bei den jeweiligen Fraktionen ist. Kontoverwaltung an Fraktionenbeziehungen. Argonische Föderation plus 6. Freiliga von Hattig war noch nicht wirklich. Gottesreich von Paranit plus 6. Heiliger Orden des Pontifex plus 6. Pakt von Grüne Schuppe minus 5. Da waren ein paar Piraten im Weg. Republik Antigone plus 8. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und Teladi-Unternehmen plus 6. Ja. Alles klar. Genau, ich werde ja dann... Dort ist das Gebiet. Wo ist denn bitte... Ich glaube, du hast dir schon die Antimateriezellen zugelegt, oder? Genau, Position halten. Sehr schön. Du hast eine Ware im Laderaum, das sind die drei Antimateriezellen. Dann lautet der Auftrag... Auftrag ausgeführt. Fliege dahin. Du hast den Auftrag ausgeführt. Ich übernehme. Danke. Hallo. Tja. Leerer Raum. Drill. Angreifer. Aber nicht meiner. Ja, ich muss sagen, der Drill ist eigentlich ein... ganz gutes Schiff, so als Schürfer. Der hat drei Türme, also drei Positionen, die jeweils einen Abbaulaser aufnehmen können. Das geht schon flux, wenn man da die richtige Mineralienregion findet. Und da kommt es wieder rein, das Geld. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Habe ich ja fast schon das Geld für den Minotaurus oder die Gorgo zusammen. Ja. So geht das, ne? Das ist die Harpie. Und das bin ich, der mit keiner Rücksicht auf das eigene Wohlbefinden durch ein Asteroidenfeld rast. Oh. Das war ein Powerslide. Alles klar. Harpie, wo bist du? Ah, da kommt's an. Ein schnelles Schiff, muss man echt mal sagen. Ja, gut. Wer die Harpie noch aus X3 kennt, der wird wahrscheinlich wissen, warum das Ding so schnell ist. Ist ja praktisch eine Rakete mit einem Cockpit dran. Okay. Ah, ich habe ja noch eine andere Harpie, die erkundet für mich erstmal drei Einigkeit. Ich möchte gerne wissen, was sonst noch hier überall ist. Hier ist eine Abbauregion, die ziemlich profitabel ist. Gas und Mineralien und Mineralien. Oh, da kommt der Profit rein. Ich liebe meine kleine Handelsflotte. Ich liebe sie. Okay, bringen wir es hinter uns. Ich möchte das Experiment heute noch abschließen. Der arme Bohne, man darf ihn ja nicht warten lassen. Stellen Sie unbedingt sicher, dass sich niemand mehr auf dem Schiff befindet. In dieser frühen Phase des Experiments dürfen wir noch keine unnötigen Opfer verursachen. Ist das nur mein Scanner oder registriere ich da Lebenszeichen auf dem Schiff? Ja, richtig, da ist ja der Pilot. Kann ich helfen? Arbeite bitte woanders für mich. Und zwar auf dem Discoverer. Kannst du hier... Diese Person kann einen anderen Ort... Kann keinen anderen Ort erreichen. Ende und aus. Alles klar. Anscheinend muss ich selbst an Bord das Schiff in die Position bringen. Naja. Oder vielleicht bin ich nur nicht nah genug ran. Ausgezeichnet.
alles scheint bereit zu sein für einen ersten Test. Ich schlage vor, dass Sie sich ebenfalls aus dem Gebiet zurückziehen, da es eine Reihe von unbekannten Faktoren gibt. Fliegen Sie zur folgenden Position. Wunderbar, ich registriere eine Reaktion. Das Schiff zeigt auch erste Anzeichen von Materialstress, aber ich werde die Toleranzen noch etwas weiter ausreizen. Halten Sie bitte weiter Abstand. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer für die Wissenschaft. Die Antimaterie-Einschließung wird wahrscheinlich versagen. Für die Wissenschaft. Dass es zu einer Explosion führen wird. Oh nein. Ein Warp-Kernbruch. Autsch. Hey, ja. Was ist denn das? Oh, Shaky Cam. Ah, das sieht... Was ist das? ...terranisch aus. Große künstliche Struktur? Das befindet sich also auf der anderen Seite des Risses. Es erscheint, als hätte unser Experiment eine bahnbrechende und völlig überraschende Entdeckung zutage gebracht. Magnetische Feldlinien, das ist ja interessant. Auf Sorgfalt angesagt. Ich muss gestehen, dass der Riss sehr viel stärker aufgeweitet wurde durch die Antimaterie-Explosion, als ich erwartet hätte. Ja. Vor uns liegt ein unschätzbarer wissenschaftlicher Schatz. Wir wären töricht und dumm, wenn wir jetzt nicht vorsichtig weitermachen würden. Vorsichtig, sagt er. Universums beeilen wir uns und schnappen uns den Preis für unsere Mühen, bevor man ihn uns wegnimmt. Ich soll verdammt sein, wenn ein windiger Teladi-Händler die Struktur für ein paar Ersatzteile völlig zerlegt. Oder schlimmer noch, wenn die Wissenschaftler des Ministeriums der Finanzen erst davon erfahren. Ich werde erst einmal aus der Ferne eine Verbindung mit der Struktur aufbauen. Können Sie bitte etwas umherfliegen, damit ich weitere Daten sammeln kann? Selbstverständlich. Tja, warum sage ich, das sieht terranisch aus? Das habe ich nicht etwa auf der Hauptseite von Egosoft gelesen. Das war schon, glaube ich, eine meiner Vermutungen, als der Trailer rauskam dafür. Sage ich, ich weiß, das ist ja, kann ja jeder behaupten, aber ich glaube, das habe ich irgendwann mal erwähnt. Das ist unerwartet bei so einem Objekt. Könnte es sich dabei um eine strengstens geheim gehaltene Einrichtung handeln? Auf jeden Fall. Magnetische Feldlinie. Ich habe aus Versehen eine weit entfernte Terraner-Station aufgespürt. Oh nein. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ah, ich glaube, guter Barone, da hast du wohl leider recht gehabt. Aus Erfahrung weiß ich ja, dass die Terraner nicht gerade begeistert sind. Und die Materialien, mit denen sie gebaut wurden, sind sehr merkwürdig. Wenn man sich an ihren Sachen vergreift. Auch die Programmpfade aus dem Stationscomputer sind ungewöhnlich. Ungewöhnlich oder nur ungewöhnlich terranisch? Wer weiß. Ich kann auch nicht sagen, welche Funktion diese asteroidenartige Masse für die Station ausübt. Wenn ich die Daten richtig interpretiere, könnte es sich um eine Energiequelle handeln. Sehr faszinierend. Jupp, eine Energiequelle. Schauen Sie, die Station befindet sich jetzt unter unserer Kontrolle. Ich habe Zugriff auf die meisten Systeme, wobei einige aber so fremdartig sind, dass ich noch mehr Zeit benötige, um sie zu ergründen. Man muss die Boronen einfach lieben. Punkte für weitere Stationsmodule und die Verbindungselemente entsprechen sogar unseren Standards. Sollten Sie direkt mit der Station interagieren wollen, sollten Sie eine Landeplattform oder etwas in der Art anbauen, dass Sie die Struktur sonst beschädigen würden. Oha, ich muss wohl Schluss machen. Meine Split-Arbeitgeber kommen und sie klingen überaus gereizt. Ich melde mich wieder, sobald ich kann. Aber wie gesagt, schauen Sie zu, dass Sie herausfinden, wie Sie deren Technologie mit unserer verbinden können und bringen Sie dann eine Landevorrichtung an. Passen Sie auf sich auf. Ob die Split wohl gemerkt haben, dass der gute Barone da die Kreditkonten von denen angezapft hat? Wer weiß. Tja, ich brauche Blaupausen, um Stationsmodule zu bauen. Und mit genügend Blaupausen, mit genügend Credits kann ich mir sie auch kaufen und das werde ich machen. Allerdings, was es mit dieser Station auf sich hat und vor allen Dingen, wie ich jetzt weiter verfahren werde und
ob meine Schürfer mein stetig wachsendes Profitimperium halten können, sieht man dann in der nächsten Folge. Also denn, ich bin der Heizmeister und man sieht sich in der nächsten Folge wieder im Weltraum. Macht's gut und bis dann.